Im letzten Video habe ich einen kleinen Geschwindigkeitsgetest gemacht mit WireGuard. Dazu habe ich hier so einen kleinen Router zur Verfügung gestellt bekommen, der eben zwei VPN-Protokolle erlaubt. Einmal OpenVPN und einmal WireGuard. Und ja, WireGuard hat gut performt mit 280 Mbit pro Sekunde so im Schnitt. Und wir testen jetzt mal den gleichen Anbieter, also Mullwart in dem Fall, und den aber dann entsprechend mit OpenVPN. Auch hier wieder habe ich den Jet-Downloader am Start. Ich drücke hier einmal Play, habe jetzt hier sogar 10 gleichzeitige Verbindungen am Laufen und öffne mal den Task Manager und wir schauen mal, welche Geschwindigkeit da möglich ist. So, also wir sind hier auf jeden Fall schon mal über 50 Mbit. Ja, der Jet-Downloader nimmt Megabyte pro Sekunde, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, wir sind über 50 Mbit auf jeden Fall schon mal und das ist für einen VPN-Router und OpenVPN schon mal ganz gut. Wir müssen halt berücksichtigen, dass der halt nicht den schnellsten Chip hat. Der hat natürlich einen ARM-Prozessor drin und entsprechend muss man damit Einbußen rechnen. Aber eine absolut vertretbare Geschwindigkeit, wie ich finde.